Diese Woche bin ich über einige Werbung gestoßen und die waren ziemlich gut, fand ich. Zuerst auf der Chipstüte, da stand drauf, die Chips sind was ganz Besonderes, denn die sind zu 100% von Vertragslieferanten. Also nicht wie sonst bei Kartoffelchips, wo Leute sich so die Kartoffeln zusammenklauen und dann was Leckeres draus machen, sondern wirklich nur Vertragslieferanten. Die kaufe ich jetzt immer nur noch. Also mir ist einfach wichtig, gerade beim Chips kaufen, dass es auf jeden Fall aus legaler Produktion ist. Dann habe ich gesehen, da war da noch ein Schild, genau, Pizza, 100% frisch. Das findet man ja häufiger und das finde ich richtig gut. Also, dass es wirklich 100% frisch ist. Ich habe jetzt noch nie ein Schild gesehen, wo drauf stand, nur zu 80% frisch, aber die würde ich auch meiden. Wenn die dann sagen, so, ja, okay, 80%, 20% sind schon vergammelt bei unserer Pizza, aber du kannst du dann einfach wegschneiden. Richtig gut. Ich glaube, wenn man Produkte hat, die sich durch nichts auszeichnen, muss man die einfach mit so komischen Sachen adeln. Oder dann hier um die Ecke kann man einen Taxischein machen. Da steht dann vorne dran, also dann einfach, wenn einem gar nichts einfällt, einfach ganz dreist lügen. Ihre Eintrittskarte in ein erfolgreiches Berufsleben. Ich glaube, wenn man ein Produkt hat, was einfach relativ normal ist, so, dann muss man halt gucken, was man damit macht. So, dann braucht man viel Image. Dann läuft viel über Image. Auch bei Julia Klöckner läuft viel über Image. Das ist Julia Klöckner. Ich zeige sie mal. Hier, so sieht sie aus. Ja. Die ist jetzt die Nachwuchshoffnung der CDU. Das finde ich schon immer ganz gut. Das klingt so ein bisschen wie Vorfreude auf eine Totgeburt. Julia Klöckner hat in ihrem politischen Leben schon einiges erreicht. Sie war Weinkönigin und hat 30 Kilo abgenommen. Das schreit nach mehr. Deswegen möchte sie jetzt Ministerpräsidentin werden in Rheinland-Pfalz. Bald sind da Wahlen. Und sie versucht, die AfD-Wähler zu bekommen. Wie stellt man das geschickt an? Da kann man nicht einfach sagen, Heil Hitler kommt rüber, sondern da muss man ein bisschen differenzieren und ein bisschen diplomatisch sein, hat sie gemacht. Jetzt hat sie einen Plan vorgestellt, der heißt A2. Plan A2 heißt keine Autobahn, sondern der Weg direkt in die Staatskanzlei. Denn sie sagt jetzt, ja, ich will das, was die CSU will, aber ich nenne das anders. Ja, also es gibt jetzt keine Abschiebezentren mehr, sondern es gibt jetzt Grenzzentren, wo Flüchtlinge gesammelt werden sollen. Und Obergrenze heißt jetzt, jede Kommune muss nach Kapazität bewertet werden. So. Damit geht sie jetzt rum und versucht Wahlkampf zu machen und rechte Wähler zu gewinnen. Und schon vor einiger Zeit hat sie super Sachen gefordert, um zu sagen, ja, die Rechten sind bei mir willkommen. Zum Beispiel ein Burka-Verbot in Rheinland-Pfalz. Gab es Anfang des Jahres ein Interview, hat sie gesagt, ich bin gegen die Burka. Und ja, wenn ihr die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz nicht kennt, das ist ein Riesenproblem in Rheinland-Pfalz. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also das kommt gleich nach der Gentrifizierung in Koban-Gondorf und überfüllten U-Bahnen in Pfalzel. Ja, Burka, ganz wichtig, deswegen hat sie das Thema besetzt. Dann hat sie noch mehrere schöne Sachen gesagt. Zum Beispiel, ich staune, wie viele Wirtschaftsvertreter anfangs sagten, die Flüchtlingsbewegung sei ein Segen. Sie haben darunter wahrscheinlich verstanden, wir holen die Besten und den Rest kümmert sich der Staat. Das wäre Rosinenpickerei. Ja, oder das wäre das Prinzip Angebot und Nachfrage. Also, ich meine, wie stellt sie sich das vor? Dass der Chef kommt und sagt, okay, wir nehmen diesen syrischen IT-Experten. Und die drei taubstummen Analphabeten. Ja, die machen dann bei uns einfach so in der Mittagspause ein bisschen Scharade. Ja, nee, alles andere wäre so Rosinenpickerei. Das ist ganz klar. Image, ganz wichtig. Wenn man nichts hat, Image. So, man könnte ja auch sagen, gut, wozu braucht man Till Reiners? Also, das könnte ja auch irgendwer anders jetzt sagen, was ich sage. Aber ich habe den Orangensaft. Der ist frischer gepresst. Prost.